So, Hallöchen, da sind wir dann auch schon wieder. Und ja, ich finde schon hier raus. Hier ist es dunkel, aber wir sind wahrscheinlich von hier oben. Ah, genau. Hier ist das ganze Wasser. Oh oh. So, da haben wir uns der Spinne auch entledigt. Hier habe ich Eisen vergessen. So, das haben wir dann auch gesammelt. Da oben war das. Wie ist doch gar nichts. Ich glaube, hier gehe ich schon wieder falsch lang. Wir sind doch irgendwo, wo Kies war, nach oben geklettert. Oder lieber nach unten jetzt auf dem Rückweg. Keine Sorge, so nach dem 10. oder 20. Mal habe ich die Route dann auch drin. Fuck. Sieht aber auch alles gleich aus. Ha. Hier ging's hoch, oder? Und jetzt links. Dann die Kurve. Dann hier lang. Ja, da. Nein. Ich hasse Höhlen. Okay, hier lang ist es auch nicht. Ah. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Ah. Da war das. Man sollte nicht so dunkle Höhlen. Das geht auch noch richtig weit hier. Da brauche ich Fackeln. Wir merken uns aus dem Weg, wo wir kamen. Kurz bevor wir runtergingen, war das. Und da klemmt die Maus so ein bisschen. Ich putze mal kurz hier drüber. Scheint wohl irgendwie ein Haar oder sowas drin gehangen zu sein. Oh. Ah. Wie wär's, wenn wir uns einen kleinen Cobblestone-Weg bauen? Zum Ziel immerhin. Und zurück.
Das Ding können wir erstmal hier lassen. Mineshafts habe ich jetzt schon keine mehr gefunden. Ansonsten kommt hier mehr Eisen, mehr davon rein, mehr davon rein. So. Wollte ich auch Kisten stapeln, oder? So. Ich möchte mal was ausprobieren. Obwohl bei dem wenigen Holz sollte ich es eigentlich lieber lassen. Hier ist nämlich auch in dem Patch nutzt, dass sich die Workbenchen verbinden. Das sieht jetzt... Doch, hier, guck mal, von der Seite. Sprich, wenn man die längst hinstellt, hat man dann so ein kleines Regal. Habe ich natürlich alles Holz verballert für mein blödes Experiment. Was ziemlich blöd ist eigentlich. Nee, warte mal, das war doch die Wühlkiste hier. Wo denn die Kiste mit dem seltenen Scheiß? Hier. Das heißt, jetzt brauche ich quasi meine Axt wieder. Und dann holen wir uns mal zwei Bäume. Gehen wir mal so ein bisschen in die Richtung. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir irgendwann mal die Stelle finden, wo wir da rausgekommen sind. Ein neues Huhn. Ich glaube, auch beim hohen Gras hat Misa einiges nachgerüstet. Ja, Setzlinge holen wir dann auf dem Rückweg. Ich denke mal, 3, 4 Bäume, das sollte schon reichen. Ach nee. Dasselbe. Hops. Ja. Hops. So. Ah, ein Kürbis mitnehmen will. Da noch mal rein ganz kurz. Also an Ecken, die wir erkunden könnten, gibt es auf jeden Fall massig hier. Das macht doch Spaß. Aber erstmal würde ich sagen, eins nach dem anderen. Vielleicht, dass wir irgendwann in einem Wald wohnen, wenn ich so weiter nachrüste hier. Dann da vorne nochmal gucken bei dem Bäumchen, ob da auch was liegt. Ja. Das Ei, das werfen wir auch nochmal ganz kurz. Nein, ein faules Ei. Thank you.
Oh, und auch in den Texture Pack, das Häuschen sieht doch richtig geil aus, oder? Seid mal ehrlich. Von drin noch etwas leer, okay, aber... So als Bergarbeiterhäuschen gefällt es mir sehr. Jetzt könnten wir uns theoretisch einen zweiten Crafting-Box da hinten hin machen. Dann hätten wir da so eine Art Schublade. So, machen wir das mal dahin. Und so. Oh, gemütlich. So, aus dem Rest machen wir jetzt allerdings dann Fackeln. Gehört Kürbis in die seltene Kramkiste? Ja, bei mir schon. Oh, gucken wir mal so ein bisschen hier rein. Wir müssen ja nicht alle mitschleppen. So. Ach, ein Stack hätten wir drauf gehabt. So, jetzt mal bitte ein Stack Cobblestone. Theoretisch müsste ich das hier unten eh mal austauschen. So. Die Zombies, die wir jetzt hören, kommen wahrscheinlich allesamt von draußen. Hier drin kann ich es mir eher nicht vorstellen. So wie wir hier mit Fackeln rumgeaßt haben. So. Dann würde ich mal sagen, machen wir erstmal die Ecke hier. Einfach damit man so eine Art Wegweiser hat, den man sich richten kann. Ich glaube, trotz dass das jetzt ein bisschen dauert, hier so eine Schneise reinzuschlagen, wird das im Endeffekt schneller gehen, als wenn wir noch tausendmal den Weg suchen müssen. Hier schneißen wir mal wieder was rein. Schlimm wird es nur, wenn wir jetzt den Cobblestone-Weg versauen würden. Ah, das tun wir doch nicht, oder? Versauen wir den? Nein. Wo kommt der denn her? Bestimmt aus dem einen dunklen Raum da oben. Ja, sag ich doch. So, den Weg machen wir jetzt erstmal dann bis hierhin. So, ungefähr. Na, der sieht doof aus. Aber so sollte man sich jetzt erstmal orientieren können. Jetzt müsste man nur noch ein Schild setzen, zu welcher Richtung man laufen muss. Denn das werde ich wahrscheinlich auch noch vergeigen. Dann leuchten wir das Ding erstmal aus. Oh. Sah von oben noch so viel aus, aber im Endeffekt ein bisschen Kohle und das war's.